Hallo und herzlich willkommen. Ja, das war der TI-99-4A von Texas Instruments, der im Jahre 1981 als Homecomputer und als allererster 16-Bit-Computer für die deutschen Haushalte auf den Markt kam. Hier ein kleines Bildchen, vorne die Konsole und dahinter ein ganz normaler handelsüblicher Fernseher, in diesem Fall ein Portable. Deutscher Hersteller. Sehr gut. Texas Instruments. Ja, heute geht es in dieser Retro-Studie um diesen kleinen, aber doch feinen Homecomputer. Und zwar war der auch ausgestattet, hier sehen wir es, mit einem Sprachsynthesizer. Ihr habt es ja eingangs gehört, der rechts hineingesteckt worden ist. Und wenn ich jetzt nochmal hier umswitche auf das Bild, sehen wir es etwas besser. Da steht dann Speech Synthesizer und rechts ist der Einschiebeschacht für Solid State Software, also Solid State Cartridges, also Kassetten. Also schon so eine Art SSDs. In diesem Fall waren es ja halt eben nur Kassetten, ROMs mit ICs drin. Ja, und wir kommen drauf auf das Spiel, was ich damals 1982, also wirklich bis zum Umfallen nach der Schule gespielt habe. Und zwar heißt es Parsec. Hier sehen wir dieses Solid State Modul und dazu auch diese Bedienungsanleitung. Ich werde jetzt mal in dieses kleine Spiel mal einen Einblick geben. Mal gucken, vielleicht kann ich da noch was irgendwie reißen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist lange, lange, lange her. Dann resettet sich der Rechner nochmal und wenn ich irgendeine Taste drücke, sehe ich, aha, entweder normale Basic-Funktion oder 2-4 Parsec. Achtung! Das Spiel kann reden. Das war damals schon phänomenal. Für kein Ding, ey. Hilfe. Liegen ja auch so komisch. Orbite Chips. Oh. Ah ja. Die waren ganz fies, die Teile. Wieder so Teile. Krieg die nicht! Okay. Die werden immer schneller, wenn man sie nicht abschießt. Ja, wir wissen es, dass die Alienkraft avanciert. Oh, ich kann es nicht mehr. Naja, jedenfalls ist es interessant. Aber es geht immer noch weiter. Also es ist immer überraschender. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Ja, da ist die Stelle. Ah, okay, einen haben wir ja jetzt. Dramite Chips. Ach, diese Teile, ach, die werden ja immer fieser. Und man muss öfter drauf schießen. Alter Schwede. Arg. So, wenn ich von dieser Gruppe nämlich den letzten noch nicht abgeschossen habe, dann kommt die ganze Gruppe nochmal. Das heißt also, uah. Ach ja, die Scheißteile. Die von hinten, Effa. Also die kommt von hinten ange. Ah, okay. Oh, good shot. Mhm. Oh, ich habe ein Freischiff gekriegt. Binite Chips. Was sind denn Binite Chips? Okay, die schießen es schon mal anders. Übrigens, wenn mein eigenes Schiff rot wird, dann kann auch der Laser überhitzen und das eigene Schiff explodiert.
verknappt. Hab ich jetzt nicht... Ja, Asteroid Belt. Das war immer das, was ich geliebt habe. Man muss nicht alles abschalten. Okay, jetzt mal. Oh, die Dinger werden immer schneller. Scheiße. Sorry. Hammer, ja. Ich krieg Gänsehaut. Also das haben wir echt gesucht bis zum geht nicht mehr. Three. Eine tolle Nummer. Belt ahead. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich jetzt hier zu Hause den ersten Level durch habe. Siehst du, man muss öfter drauf schießen. Das war ja auch die Schwierigkeit. Das ist ein total simples Spiel. Mach es schwieriger, indem du öfter auf die Enemies, also auf die Feinde schießen musst, damit sie dann letztendlich kaputt gehen. Ja, siehst du? Wenn sie dunkelblau. Okay, also in diesem Sinne. Ja, haben wir das Prinzip von Parsec verstanden? Ja, da werde ich jetzt mal ein Reset machen. Okay. Ja, das war's soweit mit dem. Ich glaube, das war das meistverkaufte und meistgespielteste Spiel, dieses Parsec. Okay, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Liked es, mögt mich oder follow me and follow you von Amanda Lear könnte ich jetzt als Musikempfehlung anbieten. Wir sehen uns. Also macht's gut. Ciao.